Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Udo Pollmer hat mal wieder zugeschlagen. Ich denke, die meisten von euch werden Udo Pollmer kennen. Wer ihn nicht kennt, er ist ein unter Veganern ziemlich berüchtigter deutscher Lebensmittelchemiker, der gegen jeden wissenschaftlichen Konsens ist, was Ernährung anbetrifft. Er ist nicht nur gegen vegetarische und vegane Ernährung. Er isst Soja, er nennt Soja eine Giftpflanze. Er ist gegen Vollwerternährung, weil er meint, dass Vollwertgetreide den Darm kaputt macht. Und all solche Sachen. Er behauptet solche unsinnigen Sachen wie, dass Leute sich irgendwelches Laub in ihre Smoothies reintun würden, wenn sie sagen, oh, Smoothies sind aber ganz ungesund. Und das Gleiche macht er jetzt mit Plastiktüten, indem er sagt, dass Plastiktüten gar nicht so schlimm sind. Und der Titel von seiner Kolumne in Deutschlandradio Kultur, wo ich mich schon wieder frage, warum ich für so eine schlechte Berichterstattung, für so eine nicht qualitative Berichterstattung 200 Euro im Jahr zahlen darf von GEZ-Gebühren. Der Titel ist Ökowahn Plastikfasten von Udo Pollmer. Und ich dachte mal, ich gehe mal durch diesen Artikel, nicht nur um zu zeigen, dass was er sagt größtenteils Blödsinn ist, sondern um einfach zu entlarven, wie nicht wissenschaftlich, wie unsinnig und wie wissenschaftlich unredlich und im Englischen fallacious er argumentiert. Udo Pollmer sagt also am Anfang, wer die Umwelt schonen will, soll auf Papier verzichten und nicht auf Plastik. Und das ist so ziemlich die gesamte Botschaft seines Artikels. Er sagt halt hier, dass ja, Fasten ist wichtig für religiöse Leute, wobei es halt auch viele nicht religiöse Leute gibt, die fasten einfach aus Tradition. Und dann sagt er hier, Kirchen, Umwelt- und Verbraucherorganisationen rufen vielmehr dazu auf, in der vorösterlichen Fastenzeit zu futtern wie bisher, jedoch ohne die Speisen in einer Verpackung oder Tüte aus Plastik nach Hause zu bringen. Das soll die Mülltonnen entlasten, die offenbar, wenn man den Deckel hebt, unter der Last der schwerelosen Verpackungen vernehmlich stöhnt. Das ist erstmal, das ist wieder so ein klassisches Strohmann-Argument, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass, dass Mülltonnen unter der Last der schwerelosen Verpackungen vornehmlich stöhnt. Was für ein Bullshit ist das? Erstmal, Plastikverpackungen wiegen sehr wohl was und wenn man nur so einen Wocheneinkauf macht, sieht man, was für ein Plastikberg man danach hat. Multipliziert das mit all den Leuten, die in deinem Haus wohnen. Das ist viel Plastik, was da anfällt. Es geht nicht darum, dass es zu viel Gewicht verursacht. Es geht darum, dass dafür Rohöl verwendet wird, was dann die Umwelt belastet und wir bald kein Rohöl mehr haben, was nicht so geil ist, weil bei uns alles mit Rohöl funktioniert. Plastikfasten gegen den Plastikwahn lautet das Motto, unter dem viele Gläubige versuchen, ein ökogefälliges Leben zu führen. Das ist auch so eine, klassische Udo Pollmer-Argumentation, in dem er den Versuch, in Einklang mit der Umwelt, den Versuch, möglichst umweltschonend zu leben, als Religion darstellt, als religiös darstellt, was natürlich völliger Blödsinn ist, aber die klassische Udo Pollmer-Taktik, ich wiederhole den Unsinn einfach so oft, bis die Leute es glauben. Ihr Wahn besteht darin, dass sie hoffen, etwas gegen den Plastikmüll in den Meeren zu unternehmen, um die Tierwelt in Neptuns Reich zu behüten. Es geht nicht nur um die Weltmeere, es geht um viel mehr Sachen bei Plastik. Es geht darum, dass da möglicherweise gesundheitsschädliche und krebserregende Stoffe drin sind. Es geht darum, dass das Verschwendung von Materialien ist. Es geht darum, dass es Verschwendung von Öl ist. Es geht darum, dass es energieintensiv ist. Es geht um viel mehr als um die Weltmeere. Dabei hat der Verzicht auf Plastik durch deutsche Verbraucher nichts mit dem berüchtigten Plastikteppich im Nordpazifik zu tun. Denn bei uns wird Kunststoff gesammelt und verwertet und nicht zu Müllbergen aufgetürmt. Udo, geh mal hier hinter den Bahnhof und guck dir an, wie toll hier in Deutschland Plastik recycelt wird. Hier liegt überall Plastik in der Umwelt, hier liegen überall Plastiktüten in der Umwelt. Es ist ein Märchen, dass das alles komplett recycelt wird. Wenn das komplett recycelt werden würde, warum sind dann noch nicht alle Plastiktüten aus Recyclingplastik? Frag dich das mal. Wenn bei uns mal eine hauchdünne Plastiktüte durch die Lüfte fliegt, dann deshalb, weil manche Zeitgenossen ihre Abfälle aus dem Autofenster werfen. Da die Tüten ultradünn sind, weisen sie eine vorbildliche Ökobilanz auf. Er spricht hier wahrscheinlich nur von diesen Gemüsetütchen, aber das sind nicht die Plastiktüten, die die meisten Leute dann bei Aldi oder bei Real an der Kasse kaufen, um ihre Einkäufe nach Hause zu transportieren. Das sind ebenfalls nicht die Tüten, in denen das Gemüse im Laden bereits abgepackt sind, in diesen Flowpacks, die nicht aus millimeterdünnen Gemüseplastiktüten bestehen. Das ist ein qualitativer Unterschied. Das sollte Udo Pollmer auch wissen, denn auf die Tüten, die dann normalerweise zum Einkaufen benutzt werden, sind auch bedruckt. Das ist wieder Farbe, die wieder auf Erdöl basiert. Und das ist wieder total verschwenderisch. Es ist nicht nur so, dass die einzigen Tüten, die durch die Luft fliegen, Gemüsetüten sind. Geht nach draußen, geht mal in eine echte Innenstadt. Udo, geh mal aus deinem Haus raus, guck dir so eine Marktstraße an und sag mir, ob du da nur Gemüsetütchen durch die Luft fliegen siehst.
Was bringt es, wenn statt Plastik Glasflaschen in der Landschaft landen? An den Scherben verletzen sich spielende Kinder oder Badende. Jedes Jahr suchen 13.000 Kinder mit Schnittverletzungen ein Krankenhaus auf. Da sollten die Eltern doch lieber Glas fasten. Wieder eine typische Udo-Pollmer-Taktik. Ich nehme einfach irgendeine Alternative, muss nicht die beste sein, einfach irgendeine, die nächste, die ihm irgendwie in den Sinn kommt und sagt so, oha, guck mal, dieses Glas hier, aber das ist auch nicht gut und deshalb ist Plastik toll. Das ist so ein, es ist einfach, es tut so weh, das zu lesen, weil das so dumm ist. Es ist nicht so die Alternative zu, wie stellt er sich das vor? Er war doch gerade gegen Plastiktüten und jetzt sagt er aber, Glas ist schlimmer. Ja, aber niemand transportiert seinen Wocheneinkauf in einem Wegglas nach Hause. Außer es ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich nicht. Es ist total unsinnig. Drollig ist die Vorstellung vieler Plastikfaster mit Einkaufstüten aus Papier, seien sie stolzer Teil einer kritischen Bewegung. Eine Tüte aus Papier benötigt doppelt so viele CO2-Äquivalente wie eine aus Plastik, zumindest rechnerisch. Der Wasserverbrauch ist 20 Mal so hoch. Da wäre Papierfasten eher ein Zeichen kritischer Vernunft. Ja, das ist wieder sowas, ich nehme die nächste Alternative. Niemand sagt, dass es besser ist, dann bei jedem Einkauf eine Papiertüte zu kaufen. Es ist nicht gut, bei jedem Einkauf eine Tüte zu kaufen. Egal, ob sie aus Plastik ist oder ob sie aus Papier ist. Das Beste ist, du kaufst dir einmal eine Baumwolltasche, ne? Einmal. Kaufst dir einmal eine Baumwolltasche und benutzt die dann jahrelang. Das ist die beste Alternative. Das ist die echte Alternative, eine Baumwolltasche zu benutzen, oder meinetwegen ein Einkaufsnetz oder sowas. Es ist mir egal. Aber das ist keine gute Argumentationsweise. Jetzt geht er noch gegen Unverpacktläden vor, indem er halt sagt, dass beim Verzicht auf Verpackung und bei Wiederverwendung der Näpfe und Flaschen ein Hygieneproblem entsteht. Deshalb müssen die Läden pingelig auf Sauberkeit achten und das bedeutet, dass sie Reinigungsmittel einsetzen und deshalb bei Putzmittelfasten häufiger, denn Putzmittel, speziell der Wirkstoff Triclosan, gefährdet das Leben im Wasser nicht im Fernpazifik, sondern vor unserer Haustüre. Ja, aber normale Läden putzen auch. Das wäre schon ziemlich widerlich, wenn ein Lidl oder wenn ein Aldi nicht putzen würde, besonders in der Gemüseabteilung. Ich weiß nicht, wie Udo sich das vorstellt, wie Supermärkte funktionieren. Und die andere Sache ist, nicht in jedem Putzmittel ist Triclosan drin. Denn die meisten Unverpacktläden achten ohnehin auf biologische Produkte, achten auf umweltfreundliche Produkte und verwenden diesen Stoff gar nicht erst. Also ist das kein Argument gegen Unverpacktläden. Und dann kommt das beste Argument, warum Kunststoff toll ist. Ohne Kunststoffe sind jedoch viele Fertiggerichte nicht zu haben. Da werden sich die Ökoaktivistinnen wohl wieder selbst an den Herd stellen müssen, um für die ganze Familie zu kochen, Tag für Tag. Ich verstehe gar nicht, wie das immer als so vollkommen unrealistisch und so vollkommen rückständig bezeichnet wird, Tag für Tag frisch zu kochen. Das sollte eigentlich der Standard sein. Und ich sag mal so, ich mag keine Ad hominem-Argumente, aber wenn sich jeder so ernähren würde, wie Udo Pollmer es sagt, dann würden wir auch alle so aussehen wie Udo Pollmer. Ernsthaft, Leute, googelt den Typen mal. Und die Sache ist, dass das Argument einfach dumm ist. Ich glaube, ihr werdet mir da zustimmen, Mann. Ich weiß bei solchen Argumenten teilweise nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also, naja. So, und jetzt kommt natürlich der echte Seitenhieb, ne? Das muss ich ganz vorlesen, Leute. Nach dem Abspülen von Hand nähten die Mütter aus alten Stoffresten ein Kleidchen für die Tochter. Abends wurden die Socken des Gatten gestopft. Nichts ist ökologisch beschämender als überquellende Schränke voller Modeklamotten. Wem die Umwelt wirklich am Herzen liegt, begnügt sich wieder mit bescheidener Kleidung und strapazierfähigem Schuhwerk, so wie früher. Statt der täglichen Dusche gab es samstags das Familienbad in der Zinkwanne mit Kernseife und ohne Pflegelotion für empfindliche Haut. Danach erhielten alle frische Wäsche. Das Paradies für jeden echten Zero-Waste-Faster. Ey, hört der Typ sich selber reden? Erstmal geht es hier in dem Artikel um Plastik. Es geht nicht darum, dass man sich seine eigene Kleidung aus alten Putzlappen nähen soll. Es geht nicht darum, dass es angeblich umweltschädlich wäre, jeden zweiten Tag zu duschen, was es in Deutschland nicht mal ist. In Deutschland ist es eher umweltschädlicher, weniger Wasser zu verbrauchen, weil dann die Rohre nicht durchgespült werden und dann müssen sie mit Frischwasser nachgespült werden. Und das ist nicht das Argument. Udo hat in diesem ganzen Artikel jetzt kein einziges stichhaltiges Argument genannt, warum es gut ist, Plastiktüten zu benutzen. Er sagt nur, wenn man sich jedes Mal eine Papiertüte kauft, ist das auch umweltschädlich. Und er sagt, das hat nichts mit dem Plastikteppich im Atlantik zu tun. Das sind die, das, oder im Pazifik zu tun. Das sind die einzigen Argumente, die er vorbringt, was keine richtigen Argumente sind. Ich kann nicht verstehen, wie dieser Typ irgendwelche Likes auf Facebook haben kann. Ich kann nicht verstehen, wie Leute ernsthaft seiner Meinung sein können, weil das einfach total
dämlich ist. Es ist wirklich unfassbar dämlich. Ich schäme mich für diesen Menschen. Ich schäme mich dafür, dass ich dass ich in einem Land lebe, in dem ich gezwungen werde, für so einen Schwachsinn, was Deutschlandradiokultur veröffentlicht. Deutschlandradiokultur, das müsst ihr euch mal reinziehen, dass ich dafür GZ-Gebühren zahle. Also, seht ihr das genauso wie ich? Abonniert mich gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Guckt andere Videos von mir, darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann und vergesst nicht, eure Plastiktüten zu benutzen.